Also, warum? Das Untergeschoss. Ach, jetzt sind wir wieder im Fahrstuhl. Jetzt sind wir wieder, wo wir runterfahren in das Labor, oder wie? Weil wir gerade die Rückblende von Christopher hatten. Und jetzt kommen wir da in unserem Fahrstuhl wieder rein. Ja, nice. Da sind wir. Und ich muss mich erstmal kurz abtupfen. Weil es ist höllisch warm. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen abgetupft haben, weil, ich bin ehrlich, es ist hier mit den Lampen, mit der Technik, ich schwitze wie Socke, Alter, es ist so heftig. Und das Game tut, macht's nicht besser, bin ich ehrlich, das stresst ganz schön. Aber wir sind jetzt wieder Roberto Lopez. What is this place? Und bevor wir uns den Place hier angucken, ne, wissen wir, saven wir erstmal wieder. Für die Leute, die es wissen wollen, das war jetzt unser 25. Save Point, den wir gesetzt haben. Ja, für die Leute, die vielleicht auf Statistiken stehen oder so. I don't know. Okay. Okay, da habe ich keinen Zutritt. Gut. Auch hier habe ich keinen Zutritt. Ei, ei, ei. Hallo. Das sieht doch nicht... Das ist doch nicht normal. Oder doch? So, kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Hallo, hey. Okay, was ist jetzt meine To-Do? Also ich komme in den Raum nicht rein? Ich komme in den Raum nicht rein. Und dadurch komme ich nicht. Oder doch? It looks like some kind of mad scientist's lab. This has to be the source of all those damn monsters. Ja. Ja. Also. Alter, was haben die hier gemacht? Totes Monster, dieser Körper scheint furchtbare Mutationen durchlaufen zu haben. Wie gut, dass ich mich diesem Ding nicht begegnen muss. Und was bist du? Leichnam. Das scheint eine Art Experiment zu sein. Ja. Okay. Also, eigentlich nicht okay, aber ist doch wieder so typisch, also ne, Experiment oder so und ist irgendwas wieder fehlgelaufen, fehlgeschlagen, wie immer. Resident Evil lässt grüßen, ne? Umbrella Corporation und so. Aber, ja, das gehört halt irgendwie dazu. Aha, okay, ich kann hier also Türen auf- und zumachen, wenn ich wollen würde. Nee, also ich kann sie nur aufmachen. Okay. Hier ist überall abgeschlossen. Oh, boy. Also der Typ und Zielen ist wirklich ein Krampf. Also, bin ich ehrlich, das ist... Ist ja richtig schlimm. Wie kann der denn hier, also wie der überhaupt hier überleben kann? Das frage ich mich. Das ist die Frage. Ah, hier habe ich nicht so viel. Bleibe ich doch lieber bei der. Hallo, Pistole. So, was haben wir hier noch? Munition für die Pistole. Mullbinden, was zum Lesen. Na, lesen wir erstmal kurz. Zugangskarten. Die Erstellung von übergeordneten Zugangskarten erfordert verschlüsselte Berechtigungsdateien. Geben Sie diese Daten im Computer ein, um die Assistenten zu starten. Stufe 1. Überwachungsraum. Forschungsraum. Stufe 2. Labor 2. Labor 3. Stufe 3. Forschungsraum 2. Keller 2. Es gibt noch einen Keller? Jetzt ernsthaft? Freunde, wie ich dachte, wir sind schon im Keller. Sind wir nicht schon im...
also am tiefsten Ort überhaupt in diesem Gebäude? Also, warum gibt's denn jetzt noch einen Keller 2? Und vor allen Dingen, wenn es einen Keller 2 gibt, was erwartet uns da? Also, kann ja nur schlimmer werden. Vorname Emily, Nachname LL, Geschlecht weiblich, Blutgruppe AB, Mutation unbekannt, Status gesund, Patientennummer 000047. Hinweis, die durchgeführten Tests fördern eine Energie zutage, die jener ähneln, die von der Sphäre ausgestrahlt wird. Das Objekt scheint das gleiche Energiemuster auszustrahlen, das unkontrollierbare zeitliche Anomalien erzeugt. Sie werden das Objekt weiterhin in der Inkubationskammer festhalten, wie es Meister Christopher vorgeschlagen hat. Wenn ich das schon wieder lese, Meister Christopher, der Typ hat wirklich, also nee, einfach nein. Aber gut, man lernt ja nie aus. Hatten wir nicht noch irgendwie, wir hatten doch hier noch irgendwo was anderes zu lesen, oder? Ja, nee, hatten wir anscheinend nicht. Bin ich blind oder so. Was ich gut finde ist, dass wir hier sehr viele Save Points haben, was mich dann aber auch wieder erschrecken lässt. Warum haben wir so viele? Ja, das ist ja nicht ohne Grund so. Ne? Also wir saven auf jeden Fall. Aber warum, frage ich mich. Also warum haben wir halt die Möglichkeit? Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber die Möglichkeit zu haben ist, finde ich cool, aber überrascht einen ein wenig. Hallo? Lass mich raten, hier komme ich nicht rein. Okay, cool. Ich wollte es nur testen. Hallo? Ist jemand da? Oh, die geht einfach. Ein Tierverkehr. Komm mal kurz. Für dich habe ich die richtige Antwort parat. Sehe ich ja gar nicht ein, dass du hier, ne? Mich hier so wegschnabulieren möchtest. Freundchen. So, wie war das jetzt vorhin mit den Zugangsdaten? Also könnten wir uns jetzt irgendwo an einem PC ransetzen, um Zugangsdaten zu generieren? War das Option? Also, wir können noch mal kurz nach hinten laufen, da wo wir ja die Informationen gesehen hatten mit diesen Zugangsdaten. Meine Dokumente? Recherchen? Anomalien eingeschlossen. Die Anomalie wurde eingedämmt und Inkubation eingeschlossen. Es zeigt sich, dass die Zeitschwankungen stabil sind. Sämtliche Interaktionen und Anomalien können ab diesem Zeitpunkt vorhergesagt werden. Aus ihrer Sicht sind bereits eingetreten. Datum der Niederkunft 18.09.1960. Für das Prinzip des freien Willens. Wenn ich diesen Satz noch einmal irgendwo lese mit diesem freien Willen. Und Sterblichkeit. Oder was? Im Rahmen des umfassenden Tests, der 2009 stattfinden wird, sollen Experimente zur Verlängerung des Lebenserwartungen eingestellt werden. Emily muss auch während dieses Zeitraums im Inkubationsraum verbleiben. Andere potenzielle Versuchskaninchen müssen konserviert und an die Universitätstransporter geschickt werden. Blablabla bla bla für freie Scheiße, freie Willen. So, was gibt's denn noch hier? Bilder? Aha. Okay. Foto? Verstehe. Enrico Fermi-Filter? Ja. Davy Hilbert Hotel? Okay. Theseus. Okay. Sollen wir das irgendwas sagen? Dokumente. Labor 2. Öffentliche Dokumente. Foto. Gott, 30D. 2JD. Muss ich das verstehen? Noch nicht. Okay, ich verstehe. Generatorstufe 1. Karte generieren, beenden. Zugangsverhalten erfolgreich registriert. Drücken Sie Fertigstellen, um Ihre Karte Stufe 1 zu erstellen. Bestätigen Sie Ihren Zugangskarte und drücken Sie auf Bestätigung und entfernen Sie die Karte aus dem Kartendrucker und bewahren Sie Ihre Karte sicher auf. Okay. So einfach? Einfach Karte ausdrucken, gut ist? Hat er erfolgreich gedruckt. Na, ist doch schön. Kann ich das jetzt auch gleich für Stufe 2 machen? Die Registrierung einer Zugangskarte wurde eingeleitet. Fehlende Zugangscode. Bitte setzen Sie einen USB-Stick mit dem entsprechenden Code ein. Oh, okay, schade.
Und hier? Ein USB-Stick mit dem entsprechenden Code. Okay, den haben wir nicht, Freunde. Den haben wir nicht. Noch nicht. Deswegen halt hier der Code. Okay. Aber wir haben jetzt die Zugangskarte 1. Und mit dieser kann ich doch bestimmt nicht hier rein. Auch nicht hier rein. Okay. Wahrscheinlich überall da rein, wo N1 steht. So, Cam rausholen, damit wir hier wieder durchkommen. Verstehe, verstehe. So, du bist N2. Da kommen wir also auch noch nicht rein. Du bist auch N2. Du bist N0. Du bist N3. Verstehe, verstehe, verstehe. N0. Und hier ist N1. Na, dann gehen wir doch erstmal in N2. Holen unsere Waffe raus. Vorsichtshalber, die wir nicht sehen. Bin nicht überrascht. Ist doch N1. Warum kann ich jetzt... Ah ne, Labor 03. Okay. Huhu. Da haben wir die schon mal abgewehrt. Aber dafür die. Okay, jetzt sind wir hier. Mappa. Wie Mappa? Transport, Univers, Prozess, Labor 1, 2, Montemain, Labserei, Präsid. Oh, Alter. Das scheint auch schon wieder so mega riesig zu sein. Underground 3. That must be the place. Warum denn jetzt? Warum gibt's denn jetzt noch einen dritten Keller? Können wir einfach einen Kellerbereich haben und nicht noch 25 Unterschiede? Würde das gehen? Ich möchte nicht, dass wir nochmal. Dass wir immer. Tiefer müssen. Wer ist das? Ist es Emily? The girl. Emily. She's really here. Okay, Emily, wie könnten wir jetzt Emily helfen? Also, die erste Frage ist, wollen wir Emily überhaupt helfen? Weil sie ist ja infiziert. Wir wissen ja noch nicht mal, in welchem Status sie ist. Aber gut. Ich gehe mal von aus, wir werden Emily helfen. Weil wir sind ja die Guten. Wir sind ja Roberto. Okay. Oh Gott, was ist hier passiert? Oh Gott, oh Gott. Das sieht ja fast aus wie bei The Mortuary Assistant. Aber das kommt denn... das kommt noch. Das kommt noch, Freunde. Das kommt noch. The Mortuary Assistant. Werdet ihr noch bald auf unserem Kanal sehen? Lasst euch überraschen. Sarah, Aquiles hat gut auf die erste Behandlung angefangen. Allmählich scheint es so, als habe es sich gelohnt, hier zu bleiben und in Meister Christophers Abwesenheit die Verantwortung für den Heiligen Pfad zu übernehmen. Unser kleiner Himmel ist stark und widerstandsfähig. Ich glaube, wir stehen kurz davor, ein Heimmittel für ihn zu finden. Ich will dich nicht hierher holen. Du kannst dir denken, weshalb. Aber keine Sorge, trotz all meiner neuen Aufgaben beim Heiligen Pfad finde ich immer noch genug Zeit, ein guter Vater zu sein. Wenn ich nicht bei ihm sein kann, überlasse ich Aquiles, der Obhut unseres überaus vertrauenswürdigen und kompetenten Arztes, Bueno. Du erinnerst dich sicher an ihn. Ich werde dich auf jeden Fall über Aquiles Fortschritt auf dem Laufenden halten. Hoffentlich kann ich dir bald mehr Nachrichten zukommen lassen. Ich liebe dich so sehr. Dein Davi. Ja, Davi. Ich hoffe mal wirklich, dass du da, das wirklich so machen konntest. Wie soll ich denn das jetzt machen? Kann ich hier den Po? Nee. Schreck mich mal hier. Gut. Wir sind jetzt hier reingekommen. Und ich kann ja... Womit? Also, wie? Verarschen? Jetzt ernsthaft? Ich muss jetzt einen Schraubenzieher finden? Also okay, wir suchen einen Schraubenzieher, damit wir da hinten diese mechanische Tür, beziehungsweise das Ding da öffnen können. Sicherheitstür. Kürzlich aktivierte Sicherheitstür. Aus Sicherheitsgründen wurden die Öffnungsautomatiken deaktiviert. Um sie manuell einzuschalten, aktivieren sie alle 6 Panels im Keller 2.
Öffnen Sie anschließend das Programm neu und klicken Sie auf manuell entriegeln. Ja, okay, mach ich jetzt. Aber wir sind doch gar nicht im Keller. Ja, weiter. Die Auslöser befinden sich im Keller 2. Aktivieren Sie alle 6 Auslöser, um den Zugang zum Sicherheitsbereich zu erhalten. Beheben Sie die Probleme und führen Sie das Programm erneut aus. Okay. Habe ich verstanden? Code generieren. Bitte bestätigen Sie den Kartencode und drücken Sie auf Bestätigen und entfernen Sie den USB-Stick mit dem neuen Code. Die Karte muss nun mit dem Kartendruck erstellt werden. Was? Erstellen wir jetzt gerade den Code mit dem USB-Stick? Der ist da einer gesteckt? Gut, Ausgabe erfolgreich. Entfernen Sie den USB-Stick und setzen Sie ihn in einem Computer mit dem Zugang einen Kartendrucker ein. Wie jetzt? Oh, ich habe einen USB-Stick. Okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück und kann mir einen Code 2 Stick machen. Also, ne? Und jetzt kann ich mit dem da und nein, dem da. Lol. Der Klassiker. Wie steckt man einen USB oder wie oft muss man einen USB-Stick stecken? 3-mal. Das ist wirklich ein Klassiker. Aber gut. Also ich kenn's selber auch. Ne? Probierst es einmal, drehst ihn einmal um, funktioniert immer noch nicht. Dann checkst du einmal gegen, musst nochmal drehen, so wie am ersten Mal. Und dann passt er komischerweise. Fehler, die Daten stimmen nicht überein. Fehler bei der Kommunikation mit dem lokalen Server A19. Bitte kontaktieren Sie den Administrator, um das Problem zu beheben. Schließen Sie das Programm und öffnen Sie erneut, sobald das Problem behoben ist. Server freigeben? Ja. Wie? Kann ich jetzt einfach rein? Lol. Okay, was muss ich jetzt hier beheben? Was ist denn hier los? Was bist du denn? Was ist das denn für ein Monstrum? Okay. Kann und soll ich jetzt hier irgendwas machen? Defekter Servermodul. Ja. Das ist ja schön. Jetzt sag mir nicht, ich muss ein Servermodul finden. Wo kriege ich denn jetzt ein Servermodul her? Ich bin hier schon mal ein Schraubenzieher, das finde ich schon mal gut. Aber wo kriege ich denn jetzt... Oh no, lass mich ran, jetzt muss ich mit dem Schraubenzieher nach da hinten, um ein Servermodul zu finden. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zum Schraubenzieher, also sprich zu der Steckdose da hinten hin. Ich muss wirklich sagen, haben halt so Horrorspiele leider Gottes wirklich sehr viel an sich. Dieses, ich muss von A nach B wieder zurücklaufen, um Stufe C hinzukriegen, so nach dem Motto. Ist manchmal sehr mühselig, bin ich ehrlich. Aber gehört halt leider Gottes dazu. Und bitte lass mich jetzt das nicht bei jeder einzelnen Schraube einzeln verwenden. Oh, danke schön. Ich kenne noch von Stevie, bei Stevie war ein Spiel, da musste der dann jede Schraube einzeln bestätigen. Das war nervig. Gut, dann spielen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen rum, um die Quadratung bzw. die Ausrichtung wieder richtig hinzukriegen. Genau, so ist richtig. Sag ich doch. Oh, schau mal an. Hier haben wir die guten Servermodule. Wahrscheinlich. Perfekt. Oder? So, jetzt haben wir Servermodul Nummer 19 mitgenommen. Jetzt gehen wir wieder zurück, um dieses Servermodul da jetzt einzubauen. So. Wieder in dem Labor angekommen. Können wir jetzt hier oben dieses Servermodul hier einsetzen, richtig? Richtig! Und damit können wir jetzt den Code nämlich nochmal anstoßen. Und wir können uns eine Nummer 2 Karte basteln. Jawoll! Karte Nummer 2!
Das heißt also, im nächsten Step müssen wir jetzt eben halt einen USB-Stick finden für Level 3. I still don't have the Level 3 card yet. Yeah, du hast sie noch nicht, aber bald. So, Level 3, nee, Level 2 haben wir. Jetzt können wir ja mal gucken. Wir speichern erstmal, ne? Speichern, immer wichtig. Deswegen speichern. Weil wir haben ja schon Level 2 Karte. Und die Level 3 Karte folgt hoffentlich demnächst. Hier war ein 2. Hallo? Okay. Beruhigt euch. Da ist auf jeden Fall noch jemand. Da ist irgendwas noch drin. Ich kann hier rein. Lol. Okay. Munition. Safe. Was ist denn los? Hier ist der Christopher. Das sind diese Artefakte. Was ist das alles? Genau den... Ich muss jetzt wieder zu einer Kiste, damit ich den Schlüssel wiederhole, damit ich hier meinen Schlüssel eintragen kann. Das ist super nice. So, angekommen. Schlüssel wieder rausgeholt. Verwenden. Jetzt habe ich vergessen, darauf zu gucken, was der überhaupt haben will. Okay, das, E, das und das. Gut. Das, E, das und das ist ja richtig gewesen. Sehr gut. Revolverkugeln haben wir endlich mal gefunden. Okay. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt. Aber hier ist ein Grab. Oder was? Wer ist das? Ich komme da nicht hin. Hallo? Kamera. Ach so, ich muss die Kamera hier anlassen. Okay, Freunde. Wie, du lebst noch? Das ist aber hier mal Schluss. So nicht. Langsam reicht's aber auch mit euch hier, Freunde. Ihr haltet echt eine Menge aus mittlerweile. Das ist nicht feierlich. Ha, okay. Hier gibt's wieder was zum Lesen. Wunderbar. Sicher haben wir alle beim Heiligen Pfad verrückte Augenblicke erlebt, aber was Davi jetzt mit seinem eigenen Sohn macht, schlägt ihm fast den Boden aus. Er besteht darauf, Akils Behandlung über das notwendige Maß hinaus fortzusetzen. Am Anfang ging es noch um Leben und Tod, aber jetzt, Davis wahnhafte Versuche, aus seinem Sohn das perfekte Wesen zu machen, haben Akils in einen Monster verwandelt. Sein ganzer Arm ist zu einer riesigen Klaue mutiert. Es ist furchtbar. Der Junge hat keine Emotionen mehr und auch kein Gewissen. Außerdem ist er unermesslich stark geworden. Hätten wir nicht Gas 320 entwickelt, um ihn in einen Schacht zu halten, wer weiß, wie viel von uns der Junge bislang getötet hätte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein einziger Wunsch ist es, diesen ganzen Wahnsinn aufzugeben und zu gehen. Aber ich weiß, was mit jenen geschieht, die den Heiligen Pfad verlassen. Und mit ihren Familien. Ich werde dich nicht in Gefahr bringen. Ich werde tun, was getan werden muss. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bueno. Okay, dann ist der Sohn... A claw for a hand? So, that thing does have a weakness. I have to find a way to get my hands on this gas 320 stuff. It's my only chance of fighting that thing. Ja. Okay. Ist eine Möglichkeit. Aber es ist auch interessant, erstmal zu wissen, dass es anscheinend der Sohn von diesem Davis ist. Ja, das wusste ja auch keiner. War gut. So, wir holen uns jetzt den Code, den USB-Stick, für die Level Card 3. Aber der Code kann nicht geschrieben werden, weil kein USB-Stick drin ist. Ha, ich habe auch Geld dabei. Das ist schlecht. Also für mich. Was ist das?
Ein altes Foto. Gibt's hier noch einen USB-Stick, den ich so mitgrabbeln könnte? Ja, wo kriege ich jetzt einen USB-Stick her? Freunde. Wo kriege ich jetzt so einen USB-Stick her? Das wäre jetzt richtig interessant. So, hier scheint aber die Energiequelle zu sein. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Auch nicht. Schade. Gut, dann gehen wir mal wieder zu dem Computer zurück, wo wir das letzte Mal einen USB-Stick gesteckt haben. Um einfach mal zu schauen, ob wir den da abziehen können, um den dann hier zu montieren. Wäre natürlich nice. Ich glaube aber nicht dran. Aber wir gucken mal. Jawohl! Da konnten wir sogar den USB-Stick mitnehmen. Nice! Na, dann gehen wir wieder zurück. Hätten wir ja von vornherein mitnehmen können. Wir sind ja auch manchmal richtig clever. Wie immer. So, wirklich. Und gehen jetzt. Ja, zu dem Computer, damit wir den Level 3-Code da drauf klatschen können. Zumindest so die Idee. USB-Stick verwenden. Mal gucken, kriegt das gleich hin oder. Ah? Wieder dreimal? Oh nee. Diesmal das gleiche bekommen. So, wir generieren den Code. Trinken dabei noch einen Schluck Wasser. Um dann, wenn der Code generiert ist, die Codeausgabe erfolgreich. Entfernen Sie den USB-Stick und setzen Sie ihn in einem Computer mit Zugang zu einem Kartendrucker ein. Das werden wir auch gleich machen. Gut. Na dann, nehmen wir den hier wieder mit und gehen jetzt wieder zum Kartendrucker. Shit, there has to be another way. Gut, wir gehen nicht zum Kartendrucker. Also wir gehen schon zum Kartendrucker, aber über einen gewissen Umweg. Okay, wir nehmen eine Waffe vorsichtshalber raus, weil der Umweg scheint länger zu gehen. Und ich frage mich, wohin wir jetzt gehen? Oh, come on! Do you ever fucking give up? Alter, ist jetzt dein fucking Ernst? Okay, warte mal. Komm mal mit. Wir täuschen jetzt mal rechts an. Also wir haben links angetäuscht und sind rechts vorbei, so rum. N1. Jawohl. Sackgasse. Nice. Weil hier komme ich nicht durch. Kommt er hier rein? Nee, kommt er nicht. Problem ist, ich komme jetzt aber auch nicht mehr raus. Das ist jetzt aber unfair. Warte mal kurz. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Nee, warte mal. Doch nicht so. Nein. So, kurz geheilt. Also, warte mal. Vorhin habe ich doch in der Story gehört, dass der Typ die anderen auch kaputt macht. Warum macht er die jetzt nicht kaputt? Bin ich hier richtig? I don't know. Nun hol doch die Kamera raus, lad doch nicht nach. Meine Fräse, Alter. So, jetzt aber. Alter, das wird aber stressig wieder. Junge. Dass der mich jetzt aber auch so abstressen muss, der Typ, ist das ja. Ich bin ganz froh darüber, dass ich den USB-Stick überhaupt mitgenommen habe. Wer weiß, was ich sonst gemacht hätte.
Aber gut. Wir, was? Was? Was muss ich denn jetzt machen? Was ist jetzt mein Sudo? Okay, hier ist ein Dreieck. Okay, das ist kein Dreieck. Warte mal, war hier ein Dreieck? Und da war ein Dreieck. Ach, das ist Memory oder was? Viereck? Nee, okay. Kreis, Kreis. Richtig? Okay. Völlig. Ja. Das Problem, wenn man einfach nur weiterklickt. Und nicht liest, was seine Aufgabe ist. Da ist man leicht verwirrt. So, aber jetzt haben wir erstmal alle drei Level. Was ist jetzt unsere nächste To-Do? Also, wir wollen ja eigentlich zu dieser Abby. Irgendwie so in die Richtung oder so? War das nicht so? Na gut, dann können wir doch jetzt überall erstmal speichern. Ganz wichtig, speichern. Und jetzt können wir doch in alle Türen rein, wo wir rein wollen, oder? Als ob es ihn als aufgehalten hätte. Okay. Ey, ich hab doch alle Zutritts. Ich hab doch alles. Ich hab doch jeden Zutritt. Ich hab doch alle Karten. Ich bin doch Admin. Und könnt ihr euch noch dran erinnern hier, wir hatten doch, ganz am Anfang hatten wir doch in Zelle 4. Hatten wir doch hier unser, Tagebuch reingeschmissen. Nee. Hör mal auf. Bei diesem einem Gedönszeug da hatten wir doch. Hier, bei dem Stein. Als der andere. Nicht als Roberto, sondern als. Genau. Tagebuch, Notiz. I don't know. I'll be damned. It was right here all this time. Altes Tagebuch enthält Informationen über die Untersuchung eines frühen Ermittlers. Ja. Habe ich das schon alles gelesen? Kann sich jemand dran erinnern? Ich gucke jetzt mal überall rein. Ich weiß nicht, ob ich hier schon alles gelesen hatte. Okay, warte, jetzt gehen wir mal in unser Notizbuch. Weil wir haben anscheinend auch wieder was eingetragen bei uns. Auf diese Weise wollte der Heilige Vater also die Menschen verbessern. Diese Kreaturen scheinen wirklich keine Menschen zu sein, oder zumindest keine mehr. Sie sind viel zu weit gegangen. Die Menschen erforschen diesen Ort schon seit langer Zeit, aber es scheint, dass alle, die hierher kamen, für immer geblieben sind. Dieses Notizbuch enthält zahlreiche wertvolle Informationen. Gut, dass der Ermittler es versteckt hat, bevor es zerstört werden konnte. Ja. Heißt jetzt aber... Was? Also... Soll ich jetzt für jede Zelle mir hier den Schlüssel gaunen? Weil hier liegt ja was. Was ist denn das? Eine Rose. Okay. Weil diesen Cube, den wollen wir mitnehmen. So, und am Anfang, das war ja wirklich die allererste Folge, wo wir als jemand anderes gestartet sind, sind wir ja hier raus. Und dann hat uns ja dieser Krebs-Typ quasi hier links verfolgt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich mich nicht. Ah. Okay. Und wir sind panisch nach da gerannt. Wir wollten zuerst durch diese Tür. Genau. Und hier rechts gab auch noch was. Genau. Aber hier war keine Tür. Normalerweise. Also hier war so ein Gang gewesen. Aber gut, wenn wir das hier schon mal haben, speichern wir erstmal wieder. Weil Speichern ist wichtig. Wollen wir uns noch vorsichtshalber einmal leer machen? Ja, das war's aber auch schon. Also ich habe jetzt nur das Tagebuch weggepackt.
hier gab es nämlich diesen Gang, genau. Hier sind wir nämlich panisch auch langgerannt. Und das war eine Sackgasse. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Geil, wieder ein Speicherpunkt mehr. Weil wir haben versucht, nämlich hier dieses Tor aufzumachen, was nicht funktioniert hat. Ist ja krass. Dass die wirklich, also... Okay. Da ist doch gerade der Typ langgelaufen. Die weiße Karte. Aber ich habe keinen Code. Mittlere Zugangskarte. Oh. Okay. Warte mal. Habe ich den Code in dem Tagebuch gehabt? Muss ich mir jetzt wirklich das Tagebuch nochmal komplett reinziehen? Irgendwie muss ich noch eine Zugangskarte in den Finger bekommen, aber es ist mir bereits gelungen, die Codes für einige Bereiche mit beschränkten Zugang zu stehlen. Forschung, Universaltransporter, lokaler Transporter und Untergrundlabor 1. Wieder zurück. Machen jetzt unsere... Es ist nämlich die Universaltransportgeschichte. So, und die Universaltransportgeschichte ist die 8, 2, 5, 4, 6, 4. Was? Ja, das ist die 3, 2, 5. Achso, 4, 6, 4 ist auch falsch. Weil ich muss ja die 8, 5, 2, 3, 6, 9 wählen. Man muss ja auch mal richtig lesen. So, dann sehen wir den jetzt hier. Quasi. Was kann ich hier machen? Außer einfach nur hier reinzugucken. Okay, wir können hier reingucken. Wir könnten ins Untergrundlabor gehen. 3 Sekunden ist dann die 4. Die 1 ist dann bei... Da. Und die 4 bei 5 ist bei der 9. Gut, das dürfte es jetzt gewesen sein, aber was habe ich jetzt hier gemacht? Okay, ich habe jetzt was freigeschaltet. Ich habe jetzt das Access Labor Underground 2 gemacht.